Hallo, diesmal melde ich mich von meinem Balkon, wo die Waschmaschine steht und schmutzige Wäsche gewaschen wird. Und heute möchte ich mich mal mit dem Staatsanwalt auseinandersetzen. Und zwar deshalb, weil ich nach der Gerichtsverhandlung ein Papier gefunden habe, eine Verfügung des Staatsanwaltes, die da zwischen den Akten rumhing. Und die habe ich mir mal ganz genau angesehen. Und da war ich einfach sprachlos. Der Staatsanwalt hat am 29.05.2018 festgestellt, dass der Beschuldigte für längere Zeit abwesend bzw. unbekannten Aufenthaltes ist. Und das hat er sich auch noch dienstlich urkundlich beglaubigen lassen. Deutsche Gründlichkeit. Am 30. Mai dann hat er eine Aufenthaltsermittlung veranlasst. Und zwar wurde ich in den Fahndungscomputer eingegeben. Erik Hodny, national ausschreiben, steht hier. Und zwar aufgrund einer Straftat. Mein Aufenthalt soll ermittelt werden. Und zwar wegen Gewaltdarstellung. Da dachte ich mir, ich habe dem doch in der Zwischenzeit, seit Beginn des Verfahrens bis heute, habe ich dem Staatsanwalt doch mehrere Briefe geschickt. Und ich habe da mich heute mal in den Computer reingesetzt und in meine Akten gewöhnt und habe dann festgestellt, dass da eine ganze Menge Brief- und Schriftverkehr da ist, wo meine Anschrift hier in Thailand, in diesem Haus hier, angegeben ist. Und zwar am 21.12.2017 schon. Info, das ging über eine Dienstaufsichtsbeschwerde, über den Rektor der TU Dresden und Info an die Staatsanwaltschaft München mit der thailändischen Adresse. Er hatte die Adresse also. Dann, am 21.03.2018 direkt an die Staatsanwaltschaft München, und zwar hat er mir mal einen Brief geschrieben, der aber wieder zurückkam. Er hat es an die Münchner Adresse geschrieben und hat das dann an den Rechtsanwalt in München noch einmal geschickt. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ihr Schreiben nicht an meine ehemalige Adresse in München zugestellt werden konnte, hat seinen Grund darin, dass ich mich in München abgemeldet und bei der Deutschen Botschaft in Bangkok angemeldet habe. Deshalb bitte ich Sie auch, allen Schriftverkehr zukünftig unter OA-Anschrift oder E-Mail zu führen. Mein Wegzug, und das habe ich jetzt noch einmal erläutert, geschah nicht, wie ein Staatsanwalt vielleicht vorstellen vermuten könnte, um mich einer Strafverfolgung zu entziehen, sondern vielmehr, um mich vor Nachstellungen der sogenannten Antifa zu schützen. Ich habe das vorhin bereits mal erläutert. Dass ich mich den Ermittlungen nicht entziehen will, können Sie daraus ersehen, dass ich auf Bitten der Polizei meinen Thailand-Aufenthalt vorzeitig abgebrochen habe und mich den Fragen der Ermittlungsbehörde in Deutschland zu stellen. Und so soll es auch bleiben. Ich stehe zu meinen Taten. Das hat mich mein Soldatenberuf gelehrt. Nächstes. Staatsanwaltschaft München, Bangalore, 13.04.2018. Nächstes Schreiben. Staatsanwalt München. Ich möchte Ihnen mitteilen, das war vor meinem Deutschlandaufenthalt, dass ich mich in der Zeit von 5. bis 12. April 2019 in München aufhalten werde. Falls von Ihrer Seite noch Informationsbedarf in der Sache besteht, lassen Sie mich das bitte wissen. Also, was hätte der Staatsanwaltschaft machen müssen? Er hätte mir ganz einfach eine E-Mail geschickt und ich wäre bei ihm vorbeibekommen. Nein, ich bleibe in der Fahndungsliste. So. Und dann war es auch soweit. Ich kam in München an mit meinem Enkel, der Deutschland sehen wollte, und da hat mich dann die Polizei rausgewunken. Was dann passierte, erzähle ich Ihnen morgen. Aber aufgrund dieser vielen Lügen dieses Staatsanwaltes, der angeblich nicht wusste, wo ich wohne, habe ich eine Anzeige aufgegeben, und zwar beim Oberstaatsanwalt. So, und jetzt müsste ich eigentlich meine Socken waschen, denn die hat es mir ausgezogen.
obwohl ich diese, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, diese vielen Beweise gezeigt habe, schreibt mir der Oberstaatsanwalt, bloße Vermutungen rechtfertigen es nicht, jemandem eine Tat zur Last zu legen. Also das ist die deutsche Gerichtsbarkeit. Und dann habe ich mir das natürlich nicht gefallen lassen, bin an den Generalstaatsanwalt gegangen. Ja, also man hält es nicht für möglich, wozu die deutsche Justiz fähig ist. Diese Generalstaatsanwaltschaft hat die ganzen Vorgänge an die Staatsanwaltschaft 1, also über die ich mich beschwert habe, zurückgegeben, um Stellungnahme gebeten, und die hat ausgeführt, das Beschwerdevorbringen enthält keine relevanten neuen Tatsachen. Eine Aufnahme der Ermittlungen ist nicht veranlasst. Gut, kann ja sein, dass das üblich ist, dass es keine neuen Tatsachen sind, wenn man einen Staatsanwalt der Lüge überführt und dann das Ganze einfach weichgespült wird. Okay, und jetzt bin ich dann an den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof gegangen und an die Politik. Ich habe es den Justizminister gemeldet, des Bundes und von Bayern, damit sie das politisch überwachen. Und da bin ich mal gespannt, was herauskommt. Und morgen erzähle ich Ihnen, welche Folgen dieser Eintrag in den Fahndungscomputer hatte. Das können Sie sich kaum vorstellen. Bis dann.